Hallo da draußen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin gerade noch mal dran gewöhnen, was ich immer wieder sage, ne? Nach all der Zeit. Herzlich willkommen hier bei uns bei Hafuhai, der gute Impi ist natürlich auch mit am Start. Hallo Impi. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, und ihr seht es, auch wenn ich es nur halb sehe, weil da noch ein Fenster davor ist. Ja, Mittwochzeit ist Geogesserzeit immer noch. Wir hatten jetzt ein bisschen einen Ausfall, weil ich verreist war und muss dazu sagen, ja, irgendwie die Telekom und Vodafone beide nicht ganz so erfreut sind, wenn man das Internet von ihnen verwenden möchte. Ja, who cares? Deswegen hat man ein bisschen, wie soll man sagen, ja, einen Ausfall. Mhm. Aber heute geht's weiter. Frisch resettet im Kopf. Ich meine, überlegt mal, wenn ich nach einer Woche schon alles vergesse, was ist jetzt erst der Fall, ne? Mhm. Ein Wunder, dass du überhaupt hierher gefunden hast. Ein Wunder, dass ich mein Login noch gefunden habe, mein Freund. Du meldest dich immer frisch an? Ja. Schau, ich drücke schon auf den Falschen zum Einladen zum Spielen. So weit ist es schon gekommen. Aber genau. Hier, warte, ich muss kurz überprüfen. Famous Player, okay. Ja, famos. Ich hab's lieber erstmal nochmal überprüft. Famos. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass das in Japan war, ne? Ja, das ist absolut korrekt. Und ich weiß, dass es nicht die Burg Osaka war. Das ist auch korrekt. So, aber das war's. Was bei Himeji, war das irgendwie die Burg hier? Ich weiß es nicht mal ganz genau. Nee, ja. Himeji Castle war es doch, glaube ich, nicht, oder? Du kannst ja gerne ein anderes suchen, aber also es ist Himeji Castle, aber wenn du ein schöneres findest, dann such dir gern das aus. Also, um das Thema ein schöneres zu finden, du weißt, in Japan ist das machbar. Also, da können wir drüber diskutieren. Die Burg Osaka finde ich schöner. Ja, dann könnt ihr doch die Burg Osaka. Also, es ist nicht die Burg Osaka, weil ich habe ein Foto von der gemacht. Ich weiß, wie sie aussieht, aber... Welches war das schwarze Castle? Das war, glaube ich, weiter im Süden, ne? Weiter im Norden, im Westen war das doch, glaube ich, oder? Also, ich wüsste es halt auch nicht, deswegen. Also, ich weiß gerade auch nicht mehr. Warte mal, ich meine, ich finde das Ding hier eh nicht. Ich weiß nur, dass es halt eine schwarze gab. Japan, schwarze Burg. Es ist eigentlich traurig, weil wir waren ja immerhin da, ne? Also. Ja, gut. Matsumoto war's. Wir waren hier auch schon mal, ja, und ich kann es dir trotzdem nicht sagen. In der Präfektur Nagano. Oh, Nagano, da muss der hier oben irgendwo sein. Wo hier? Oh. Egal. Also hier, War das nicht ja Tunesien? Wild guess für mich. Oh. Also Tunesien wäre dann wahrscheinlich... War das Nord... Sfax, oder? War das nordwestlich irgendwo von Sfax? Naja, Tripoli war es ja, glaube ich, nicht, oder? Also ich weiß Tripoli, es nicht. Tripoli, nee. Das ist doch nicht mehr Tunesien. Ein Amphitheater haben wir auf jeden Fall nicht, ne? Ich weiß es doch nicht. Was klingt so, als ob wir hier sein könnten? Ach, hier gibt's halt nichts, aber ich werde es halt auch nicht finden. Also wenn du so weit bist, sagst, also ich... Ja. Bist du. Ah. Oh, cool, gefunden, oder wie? Nee. Nicht mal das Land richtig. Aber ich... Ja, ich find's nicht. Ich find's eh nicht. Ist egal. Libanon da drüben, okay. Nein, danke, keine Anzeige. Damaskus. Damaskus war das, okay.
Umayyad-Moschee. Nee. Kann ich mir nicht merken. Ich meine, es gab irgendwas da, wo wir jetzt sehen. Hier waren wir doch auch. War das Türkei? Ich glaube schon, ne? Ja, da ist nicht die Türkei, aber danke. War das irgendwo Istanbul, die Ecke? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh. Ich hab's noch die... Ja, du kannst dich nicht viel bewegen, ja. Keine Ahnung, in die eine Richtung durfte ich einen Schritt gehen. Keine Sorge, in die andere Richtung darfst du auch einen Schritt gehen. Ja, gut. Hätte man sich das gemerkt, wüsste man es, aber ihr seid live dabei, wenn wir alles vergessen oder vergessen haben, was wir bisher gemacht haben. Keine Ahnung, also Istanbul würde ich jetzt nicht sagen, ne? Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu ländlich hier für Istanbul, oder? Ja, du siehst ja nichts, ne? Das ist ja das Problem, das könnt ihr ja hier... Naja, du siehst da auf diese Berge hoch, da ist nicht alles zugepflastert, da ist ziemlich viel Grün. Also ich weiß es nicht mehr. Wobei es Richtung Süden, kommt dann schon noch ordentlich was. Also ich hätte jetzt eher Antalya gerade gewählt, aber weiß nicht, ob das passt. Ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein mit meinem Mikro, das hängt schon wieder so halb in der Luft hier. Ich verstehe es nicht, jedes Mal ziehe ich das wieder fest, aber irgendwie... Gibt es nicht. Ja, keine Ahnung. Tja, Andy, was meinst du? Also ich habe mir quasi eine Random City rausgepickt, die nicht Istanbul ist. Ankara, okay, hätte man auch drauf kommen können, ne? Ja. Im Endeffekt kenne ich drei Städte. Oder vier, sagen wir mal, ne? Nee. Ankara, Istanbul, Izmir und Batman. Und Batman, genau. Ankara, Istanbul, Izmir und wo waren wir gerade eben drin? Antalya? Keine Ahnung. Hey MP, was ist das hier? Kuthminar oder so heißt das. Okay. Aber Kuthminar. Hab so Indien-Vibes hier, ne? Ich sehe gerade eben gar nichts. Aber davon viel. Ich meine, irgendwo, wenn man genug rumläuft, findet man auch eine Info, wo es steht. Da steht Al-Waida der Radwa oder irgendwie sowas. Wenn man lange genug rumläuft, findet man, wo es steht, ja. Wenn also irgendwo gibt es tatsächlich eine Info dafür. War das nicht das Thema, wo man irgendwann in so einem... das nicht entdeckt, dass man da in irgendein Labyrinth reinkommt, oder war das was anderes? Im Labyrinth weiß ich nichts. Also du sagst, wenn du was gefunden hast, ne? College and Tomb of Alauddin Khalji. Hey, was? It appears here in India for the first time. And mein Gott, jetzt finde ich schon nicht einmal mehr Indien auf der Karte. Bin ich denn bescheuert oder was? Ja, ich weiß, ich bin's.
Ist wieder die Frage, wenn es Indien ist, sind wir in Neu-Delhi oder sind wir in Mumbai, ne? Ja, gute Frage. Ja, das sieht eigentlich nicht danach aus, weil wir da sind, okay. 10 Kilometer. 13. Auch interessant, dass es auf der Map anders heißt. Da ja, wenn ich jetzt Alcatraz finden würde. Als ob du das... hast du dich schon bewegt? Nein. Und dann hast du das schon erkannt. Krass. Ja, der Turm, also bitte. Was? Nee, da hätte ich nicht erkannt. Ah, sowas von. Ja, man sieht schon wieder, du schaust keine Filme mit Nicolas Cage an, oder? In welchem kommt das vor? John Connery und Nicolas Cage, wenn, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo sie ausbrechen und das mit Terroristen besetzt werden, die darüber irgendwie Nervengas abstarten wollen. The Rock, ja, genau. Oh. Aber ich weiß halt nicht, wo es ist. Willst du zumindest die City kriegen? Ja, kannst du mir geben. San Francisco. Wir sehen die Golden Gate Bridge. Ah. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich kann es mir irgendwie nie merken, wo es ist. Da findet man es dann recht einfach, ne? Oh. Right here. Straight im Osten. Der. Boah. So markante. Aber wir sind doch nicht weit weg, oder? Der Leuchtturm ist doch gar nicht so weit weg. Trotzdem straight im Osten. Da stimmt doch irgendwas nicht. Glaub schon. Wenn wir hier rübergehen, müssten die Toiletten kommen. Naja, wird schon passen. Ja, 18 Meter ist okay. Oh. Oh, ich hab den falschen Tower. Ah, geil. Ach, du hast den Water Tower, oder wie? Ja. Ja, gut, okay. Da stehe ich natürlich. Ich stehe natürlich im Osten davon. Ich sehe natürlich, ist natürlich im Westen von mir. Hm. Egal. Ja, 1998, nicht einmal eine 20.000er Reihe. Das ist natürlich. Ja, für die erste Runde nach so einer Pause 20 ist schon drin, muss man sagen. Wobei es echt schade ist. Es ist eigentlich nur die Runde 2, die so. Zwei stimmt, nicht Runde 3, wo so der Unterschied zwischen uns beiden ist, ne? Da habe ich verloren. Ja, sonst sind es halt immer ein paar Punkte hin und her. Wenn man es halt kennt, liegt man ja meistens doch recht nah beieinander. Wenn man jetzt halt ich würde sagen, lass nochmal eine Runde machen nach der langen Zeit zum Reinkommen. Ist es, glaube ich, ganz angenehm. Ja, absolut. Da findet man zumindest auch was, ne? Könnten von mir so ein. Das sagt er und. Famous Places Special machen. Sprach er und kam irgendwo raus, wo er keine Ahnung hat, wo es ist. Hm. Warum sind diese blauen Schilder blau? Ich hab irgendwie den Invite nicht gekriegt, glaube ich. Was du mir eingeschickt hast. Ich hab dir einen geschickt. Kannst du mich nochmal inviten? Geht das irgendwie? Nein, ich kann dich hier nur anschauen. Oh. Hm. Vielleicht habe ich auch den falschen invited. Ich meine. Das hier irgendwie? Nein. Glaube ich nicht, oder? Nein, mein Gott. Da seht ihr schon, wie kompetent ich bin. Kack schon beim Klicken. Ich habe halt tatsächlich nur Notification vor 13 Minuten. Und das wird nicht die sein. Ah, place your pin on the map. Ja, dann gehen wir. Challenge, invite, MP, start. Super, bei dem anderen hätte ich zumindest noch eine Chance gehabt, wo wir sind. Also, dann kannst du mir den Link geben vielleicht. Ich habe dich gerade schon eingeladen. Ja, kommt nicht an. Ah, jetzt kommt es wieder nicht an. Wollen wir mal kurz refreshen?
Das ist. Ja, okay. Scheint, weiß ich nicht, verbuggt gewesen zu sein. Ist wieder verbuggt, ja. Es liegt nicht an der Inkompetenz der Person, nee, es ist der Bug. Hab's auf Video. Ja, das würde ich auch sagen. Du weißt, ich hab's hier auch auf Video, ne? Dann sag mal, zu wem die Grabschehändchen gehören, wo wir hier sind. Ja, das sind die Voll Teufel Hands irgendwo in China, glaube ich. Aber wo? Die Teufel Hands in China? Also, das ist jetzt nicht die Hand Gottes, oder? Also. Nee. Das heißt auch irgendwas mit Hands, meine ich. Also, es hätte ja auch sein können, dass das Maradonas Hände sind, die man da jetzt in den Stein gemeißelt hat. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Lass mal schauen. China, Pfui Teufel Hands. Okay. Also in Guangzhou sehe ich schon mal keine Pfui Teufel Hands. Ja. Auf der anderen Seite, ich kann es auch nicht lesen, was diese Sehenswürdigkeit ist, aber hey. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, das ist halt ein riesiges Grüngebiet hier außenrum, ne? Also. Ich brauch's gar nicht. Ja, warte. Süden? Sehe ich im Süden Wasser? Nee. Ich sehe gar nichts im Süden. Sehr gut. Ne, Südwesten ist, glaube ich, Wasser, oder? Zumindest könnte das ein See oder was sein. Der See nicht ist mir wenig. Nicht groß genug. Aber mit diesem ganzen Smog hier. Ich suche mehr. Da ist die Glasbrücke. Also ich glaube nicht, dass du hier ein Meer findest, oder? Ja, das heißt, ich muss halt immer ein Stück weiter ins Landesinnere. Ja, das heißt, ich suche das Meer, ich gehe ins Landesinnere. Ich bin mir sicher, je weiter du ins Landesinnere gehst, umso mehr Meer findest du. Ja eben, wenn ich halt kein Meer sehe, dann muss mein Guess halt weg von der Küste. Ich würde dir einen Waterpark anbieten, also. Ja, mit deinem blöden Waterpark. Waterboarding? Keine Ahnung. Oh. Also ich sag's mal so, ich bin nicht richtig. Schön. Ich sag's mal so, ich bin auch nicht richtig, weil ich auf dich gehört habe. Als ob du dich hier nach Da Nang gesetzt hättest. Als ob du überhaupt Vietnam gegessen hättest. Komm mir nicht so an. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ich wüsste nicht einmal. Selbst hier sehe ich nicht mal, was das heißt. Golden Bridge Gift Store. Okay. Ah, die Bordeaux Station, Wein. Wo hast du einen Golden... Hat? Ja, wenn du reinzoomst, hier bei, wo die Fahne ist, wie dann kommt nah hier die... Wie denn bitte? Ja. Oh. Mhm. Ja. Bestimmt. Mhm. So, als ob ich es wieder finde, ne? Wo war's? Anhang. Hier irgendwo war das. Was heißt hier? Ich sehe nicht, wo du draufklickst. Muss man, glaube ich, recht weit reingehen, um das zu sehen, oder? Ja, das? Tatsächlich fällt es mir sich nach an, ja. So. Ja, somewhere hier oder so. Weißt du, kannst mal einen Tipp geben, ich finde es eh wieder nicht mehr. Irgendwo bei Plymouth, oder? Was ist Plymouth? Südwesten. Nee, das ist zu weit südlich und zu weit westlich. Wenn du was an der Küste suchst, wäre es Poole bzw. Bournemouth. Die siehst du auch recht früh, wenn du raus. Also ich hab Dartmouth. Ne, Bournemouth. Ach, Bournemouth da unten. New Forest National Park, die Ecke da. Also du bist da immer noch nicht wirklich in der Nähe, aber...
Toll, danke. Ja, aber das findest du halt zumindest. Und scheinbar, wenn die Küste eher so deins ist. Ich hab's sogar gerade kurz bei dir schon gesehen. Warst zu schnell weg. Ich kann dir noch die nächstgrößere Stadt nennen. Nee. In der Nähe ist. Wenn du willst. Hi, danke für dein Follow. Moin, danke schön. Nee, ich find's nicht. Salisbury. Was hast du mit Salat oder Sellerie? Ja. Zoom mal ein gutes Stück raus, dann siehst du es recht schnell eigentlich. Also Salisbury sieht man schon früh. Ja, ich habe schon gefunden. Ich versuche es gerade für mich nochmal ein bisschen, dass ich es mir wieder merken kann. Portsmouth. Wessex, okay. Okay. Machen wir weiter. 3 Meter. Geht. Ja, Food Dead, als wenn ich mir merken könnte, wie das Ding heißt. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist nicht das, wo sie den einen König gehabt haben, den sie mehr oder weniger ausradiert haben, indem sie alles seinen Namen rausgelöscht haben. Keine Ahnung. Mein Namensgedächtnis ist auch so schlecht. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich gar keine. Mit einem Abo-Symbol ist es halt nicht. So. Und andere Dinge. Mein Luxor stand doch irgendwie noch so ein Tempel oder so, aber das ist doch auch nicht. Ich versuche nochmal gerade rauszufinden. In Siwa gäbe es noch was. Aber. Luxor war ja Karnak, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, aber ja. Ich glaube, Karnak ist es, glaube ich, nicht, ne? Wenn ich mir das anschaue. Aber es könnte auch sein, dass Karnak sogar der Tempel ist, den ich meine. Ramses der Dritte. Thutmose der Erste. Hatschepsut. Also ich glaube, da liegen einfach viele dran. Scheint irgendwie so ein Sammelbecken zu sein. So ein Sammelbecken für tote Ägypter. Ja. Das ist aber auch interessant, weil das ist ja hier auch Valley of the Kings. Warum haben die Karnak hier drüben und das Valley of the Kings da außerhalb? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich guess einfach. Also mir kommt das halt gar nicht bekannt vor. Okay. 2,7 Kilometer. Und das ist bitte was jetzt? Es ist Luxor. Es ist Tempel von Luxor. Das ist nicht Karnak, sondern Luxor, wirklich Luxor. Luxor Tempel, ne. Also noch nie von gehört. Doch, von Luxor Tempel habe ich schon gehört, aber. Also habe ich auch noch nie gesehen. Ich muss halt zugestehen, ich habe so viel vergessen über die ägyptische Geschichte. Ich habe da mal so viel über Mythologie und Co. gelesen und. So, wo sind wir jetzt hier in welchem asiatischen Staat? Und was ist die Sehenswürdigkeit? Die rennenden Menschen, oder? Der Typ, der uns hochhält. Hey, sein Grinsen. Diese oder Zähne. Hey. 305 vielleicht. Meinst du 503 oder? Es ist ja wohl eindeutig 305. Wir sehen es ja von der falschen Seite. Oder diese Wasserflaschen, die einfach auf dem Boden liegen. Ich weiß es nicht.
Ich hab keine Ahnung. Und die drei Pixel, die ich da in der Entfernung sehe. Also ich hätte halt gesagt, dass wir hier irgendwo Richtung China sind, ne? Was ist das für eine schwimmende Festung da auf dem See? Yamato? Oh, nicht ausgeschlossen. Nicht da hinten. Also ich bin mir sicher, die Bismarck ist es nicht. Also ich sehe nur gefühlte drei Pixel davon, aber könnten das denn Schiffe sein? Naja, aber China ist doch, glaube ich, nicht abgedeckt, oder? Oder ist es in der Zwischenzeit drinnen? Ich glaube nicht. Ja, wobei, für Sehenswürdigkeiten schon. Für Sehenswürdigkeiten schon. Wir haben ja auch zum Beispiel hier die Terrakotta-Krieger und die chinesische Mauer hatten wir auch schon. Also ich habe hier halt krasse China-Vibes, muss ich zugestehen. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Hatten wir nicht auch schon mal hier den Palast der Partei oder sowas? Könnte auch sein. Glaube ich auch schon mal. Könnte das irgendwie in Shenzhen sein? Ich habe keine Ahnung. Also ich gönne mir dieses Mal nicht China. Für mich ist das nicht China. Es gibt mir irgendwie nicht China. Wie wär's mit Vietnam? Ich gehört, da gibt's schöne Orte. Du siehst halt da irgendwo was. Das ist halt in so einem komischen Binnenbereich, ne? Ja. Na, keine Ahnung, mal gucken. Oh. Ja gut. Also tatsächlich wäre ich schon auch in die Richtung gegangen, aber ganz ehrlich, das hätte ich so auch. Also. Warum? Also selbst wo ich mich umgedreht habe, diese Häuser sahen für mich aus wie ja, der. Kann ich verstehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich dachte, okay, das ist hier irgendwo dieser Palast da, aber. Bahn ist dein Ding, ne? Ja, wenn ich Fahnen erkennen würde, wenn sie aber nur so am Mast runterhängen. Rot, weiß, blau? Das andere? Blau, weiß, rot. Luxemburg, Holland. Holland würde ich es nicht sagen. Luxemburg hätte ich gerade auch so ein bisschen das Gefühl. Lass mal gucken, was steht denn hier? Luxemburg. Also, Ville de Luxemburg. Sind die zwei Flaggen nicht identisch? Also wie gesagt, auf dem Bus steht Luxemburg. Auf dem Bus steht Luxemburg, aber hey. Ja, aber also sind Holland und Luxemburg die Flaggen nicht identisch? Also kann ich mir Sinne von vorstellen. Die sind halt irgendwie in einem Farbton unterschiedlich. Ja, im Farbton vielleicht, ja. So. Müsste ich nur Luxemburg finden. Es ist mir noch nicht groß genug angeschrieben hier. Ja, okay. Aber doch nicht die gelbe Frähe, oder? So. Ja gut, wenn man ein bisschen weggeht, dann sieht man es, ja. Ja, wobei, könnte schon, oder? Könnte schon diese Square with a Memorial Obelisk. Für irgendein Gebäude. Grand Hotel Krawatte. Grand Hotel Krawatte. Ja, klingt, als wäre das richtig. Stehen wir genau hier. So. Also ich hab's, ich kann gessen. Versuch's bei Notre Dame. Ich
Das hatte ich gerade eben. Da stand ich vorhin schon mal. In der Nähe von Notre Dame. Also links von Notre Dame, um genau zu sein. Ah, ja. Genau die blöde Brücke da habe ich gesucht, auf der ich gerade stehe hier. Die Pont Adolphe. Die habe ich gesucht. Was? Ja. Wenn du die gelbe Straße weiter nach links fährst, bis sie nach Süden abbiegt. Das ist die Brücke, die ich gesucht habe. Die Pont, meinst du? Ja. 17.000, es wird nicht besser bei mir gerade. Ah ja, Dito. Diesmal hast du aber sogar mehr. Yay! Party, Party. Wo habe ich es weggeworfen? Runde 1. Runde 4? China, Vietnam. Ja, okay. Ja, gut. Das war... Was willst du? Noch eine Runde oder was anderes? Ja, können wir gern machen. Also noch eine Runde oder was anderes? Ja, können wir gern machen. Antwortet. Bringt mir keinen Mehrwert. Ja. Wir können gern nochmal Famous Places machen. Okay, danke. Damit kann ich arbeiten. Alles ist broken hier. Also die Anzeige ist raus. Ja, ich musste wieder refreshen. So, wo sind wir hier? Wir können uns nicht bewegen, wir sehen nichts. Sprache ist dein Ding. Ich auf dieser Sprache was erkennen würde. Ich würde mal behaupten, man liest von rechts nach links, ne? Aber das ist richtig. Zeichen kann ich nicht erkennen. So. Könnte irgendwas in Kairo sein. Könnte aber auch irgendwas hier Richtung Damaskus die Ecke sein. Keine Ahnung. Ja, aber das sieht doch nicht nach... Oder sieht das nach Schrift aus wie in Damaskus? Boah. Es ist halt eine arabische Schrift. Mehr kann ich da... Wahrscheinlich kann man das hier an dieser Überschrift schon sehr gut erkennen, was da ist. Also ich meine, wenn man die Sprache könnte, wäre es wahrscheinlich ganz einfach. Ich meine, was ich nicht sehe, sind solche Punkte, aber das kann halt jetzt auch an der Auflösung liegen, ne? Vierte Zeile, oder? Ja, aber die sind alle nur über dem Wort, nicht unten drunter, ne? Ja. Das hättest du zum Beispiel Richtung Aleppo oder sowas mit. Das ist richtig. Das wäre Syrien halt, aber... Damaskus hast du es ja auch gern unten drunter, dass du diese Punkte hast in dem Bereich. Ja, sehe ich. Aber hier... Kann aber halt auch im Amman sein, die eher so hier Jordan die Ecke. Ja. Also hier Saudi-Arabien ist glaube ich schon wieder nicht mehr, oder? Das ist Gefühl, du bist teilweise mehr so aus einem Zug. Oder? Da sehe ich auch wieder Punkte unten. Natürlich auch da oben. Ja, ich, auch wieder. Ich sehe aber hier Jordanien, sehe ich auch Punkte unten. Okay, wo ist Iran? Hier waren wir doch schon mal. Persepolis. Gate of All Nations. Wir waren hier schon mal, weil ich gedacht habe, dass das was mit in Syrien war, wo sie gesprengt hatten damals. Oh. Bin ich trotzdem nicht drauf gekommen. Ja, Fudet. Ich weiß, wir hatten das. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war.
Ist das nicht Nordkap? Irgendwo in Schweden, oder? Ist das nicht Norwegen? Norwegen, Entschuldigung, ja. Da, ja. Als wenn ich das jetzt auf Anhieb gefunden habe. Midnight Sun Monument? Ja. Ernsthaft, ich habe es auf Anhieb gefunden. Was ist falsch mit mir? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Midnight Sun ist. Ich glaube, die Midnight Sun steht hier, oder? Bist du die Midnight Sun? Ja, da hinten ist das Gebäude. Ist dieses äußerst schöne Ding? Ja, das ist die Midnight Sun. Dann stehen wir aber hier oben an dem. An dem Globus stehen wir doch. Im Globe Marking Continental North on nee. Point. Zoom näher ran. Noch näher? Nordkap Globus, ja. Okay. Also wie nah willst du ranzoomen, um was zu zeigen? Ja, ja gut, wäre aber, glaube ich, egal gewesen. Ne? Ja, ja. Just Walk. YouTube-Channel Just Walk. Schön, dass du es mitten drauf geklebt hast, mein Freund. Okay. Ja, also ich weiß schon mal, in welche Richtung ich nicht laufe. Zu den Cops? Da, wo man halt eh nichts sieht, weil der City Walk draufklebt. Ich laufe genau da ran. Man muss sich im Leben auch was gönnen hier, ne? Nein. Ich glaube, wenn du weit genug läufst, ist es direkt weg. Lauf ein Beach, wo sehr viele dran arbeiten, wo sehr viele hier Sport machen, ne? Ja. Könnte auch ein Flughafen sein, was ich hier gerade sehe. Also ich könnte sogar ein Nummernschild geben. Ich glaube, das bringt mir nichts. Ja, mir auch nicht. Ach, halt zu mit deinem... Ne, das geht nicht. Also ich kann mich auch kaum bewegen hier. Ah. So. Warum da lang? Hi. Na, alles gut, du? Moin. Ich werde wieder lauter, wenn ich mit jemandem rede. Warum mache ich das? Ich muss nicht schreien. Es ist ein Mikrofon vor mir. Ja, aber die andere Person sitzt ja nicht neben dir. Die ist ja weit weg. Langweilig. Wieso das? Ah. Drück mal F11. Will ich mir das echt antun jetzt? Willst du mich doch hier irgendwie... Vollbildmodus. Ach so, Vollbildmodus. Ja. Gut genug für mich erstmal. Alter. Hast du es auch, dass du dich einfach nicht direkt bewegen kannst, dass du so eine Verzögerung drin hast? Ja. Also ich würde übrigens sagen, wir sind in Rio. Ah, sehr gut. Ich habe bisher nichts gefunden. Was ist jetzt los? Warum darf ich jetzt gar nicht mehr laufen? Die Kamera hingefallen, hat sich die Beine gebrochen. Fischi, was ist los? Warum ist dir langweilig? Das ist doch hier... Das ist absolut unmöglich, sich zu bewegen. Copacabana sein irgendwie? Copacabana, da. Noch hier, oder? Haben wir gestartet. Ah. Auf der anderen Seite. 3,2 Meter, Kilometer. Schade. Ja, 7,2. Und was war das Besondere jetzt hier? Monumento a Estacio de Sa? Venedig. Um es mit den Worten von Indy zu sagen. Will ich mir die Arbeit machen und es genau raussuchen? Bitte was? Will ich mir die Arbeit machen und es genau raussuchen? Also wir sind nicht auf der Rialto-Brücke, falls du das meinst.
Aber ich bin in 2 Wochen die Ecke, also vielleicht könnte ich ja mal hingehen und... Mach ein Foto davon. Genau. Mit einem Geotag drauf. Wie du Geogesser hier spielst und genauso die Stelle suchst. Geogesser, ich suche gerade eben die Rialto-Brücke. Ja, da hast du auch recht, ne? Warum drücke ich jetzt eigentlich auf Ponte de Rialto? Wie dumm bin ich eigentlich, ne? Ja, absolut. Zeit für sich selber muss immer sein. Ist das nicht sogar die, irgendwas, was aus dem Film Indiana Jones mitverwendet worden ist? Keine Ahnung. Kommt irgendwie bekannt vor. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich dies letzte Mal gesehen habe? Lief vor 2 Wochen, glaube ich, auf Kabel 1 oder sowas. Ja. Also sowas kann man immer anschauen, wenn das da ist. Ja, gut, ich meine, das kannst du mit Bud Spencer und Terence Hill Film grundlegend auch immer machen, aber... Das mache ich auch. Deswegen heißt das ja nicht, dass man das zwangsweise auch immer tut. Also ich hätte ja eigentlich auch Lust, hier im Stream diese Bud Spencer und Terence Hill diese Games zu spielen. Da gibt es ja auch so ein, na, nicht Action-Adventure, aber so ein altes... Wie so ein Beat'em-up ist es auch nicht, aber halt so ein Action-Spiel. Ja, halt so im Stile von Double Dragon, Golden Axe, sowas genau. In die Richtung. Genau. Aber ich habe Schiss, weil wenn du da, das macht halt nur Spaß, wenn der Sound an ist und da wirst du wahrscheinlich direkt gestrikt. Ab und an, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Ich muss zugestehen, ich bin so ein kleiner Anime-Fan, deswegen läuft ab und an nochmal ProSieben Max, aber... Ansonsten, außer natürlich sind mal solche Klassiker mit da, so Agatha Christie, Bud Spencer, Terence Hill. Ja, Opa erzählt seine Geschichten vor dem Krieg. Ja, für so ganz spezielle Sachen, da finde ich, geht das schon auch klar. Aber so als Unterhaltung oder so, für nicht, hey, ich will jetzt genau diesen einen speziellen Film sehen, kann man es halt auch echt in der Pfeife rauchen. Ist das die hier? Maria. Hast du sogar noch was zu Ende geschaut? Na, nett. Ja, so. Ah, die Story of my life auf der anderen Seite. Die Frari. Ich glaube, ich bin da dran. Ja, 15 Meter. 988 Meter. Ich habe irgendwann einfach die Kirchen abgeklappert. Ich glaube, wir sind in St. Petersburg. Jarr. Jarr. Da haben wir in der Zwischenzeit, die Zeiten sind lange, lange vorbei. Also dann doch eher, ja, crunchy. Netflix auch nicht mehr so viel, ist jetzt auch ziemlich eingeschlafen. Von dem her. Ist es das Noble Prince Museum? Nicht, oder? Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Also wir sind in Finnland, ne? Ja, ich bin mir tatsächlich mit der Stadt noch nicht sicher. Ich bin natürlich im falschen Land, deswegen, ja. Das ist wieder so klassisch von mir. Ich finde, ja so, wir sind in Finnland, ja, genau. Drum. Und dann gehst du erstmal nach Schweden, oder genau, was? Genau, erstmal nach Schweden, Stockholm. Alter. Das ist so klassisch. Alter. Mann. Unions. Es ist so klassisch mal wieder ein Heathcliff hier. Ja. Ist aber zu viel Grün hier, oder? Ja, manchmal ist es schon schwer, das verstehe ich schon auch, diese Aufteilung von den ganzen über mehrere Sender, über mehrere Sachen hinweg ist manchmal echt. Dann machen wir so ein bisschen mehr. Das Einfachste wäre einfach direkt die japanischen Sender reinzunehmen, ne? Aber weiter als bis zu NHK World bin ich nicht gekommen bisher. Aber dafür müsst du es ja auch erstmal verstehen. Ja,
Google Translate hilft schon. Hust, hust. Ah ja. Ja, ja. Wobei, du musst natürlich erst reinkommen. Die sind ja auch ja erstmal noch weit. Wobei, dank Crunchy nicht mehr so weit vor uns mit den ganzen Sachen, aber. Nee. Nee, was ist das jetzt hier? Hm? Ist es Helsinki? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, ich bin in Helsinki. Ja, ich nicht. Also, ich bin jetzt in Helsinki. Also ich weiß noch nicht, ob es hier die ja, es ist offensichtlich die 80 Meter. Mann, ich war die ganze Zeit in Turku, weil da am Start direkt ein Bus steht, auf dem Turku steht. Ach. Hallo Wohnzimmer. Mann, schau, da steht sogar Turku, ne? Ja, eben. Genau. Aber da nein, war ich ist nämlich Helsinki. Auch. Ich stehe daneben. Bis ich dann jetzt einmal drumherum um den Block gelaufen bin und dann so war. Warte mal, Museum of Helsinki? Warte mal. Ich bin zweimal vor dir, das reicht. Lass uns was anderes spielen, wo hier unsere Kollegen auch mitspielen können. Ja, fein. Also, wenn ihr wollt. So, dann schaut man doch mal direkt an der Partei. So, wenn ihr Lust habt, ihr wisst ja, Impi und ich sind das Handicap. Wer es gern schwierig haben will, nimmt uns mit rein. Dann ein Teamduell machen, oder? Ja, natürlich, wer Lust hat, deswegen schreiben wir es natürlich rein. Also, wir freuen uns immer, wenn wir eine größere Runde haben. Wie gesagt, wir sind nicht die Herausforderung für euch, aber wenn zwei, drei nette Leute da sind, die anderen fordern können, freut uns das immer. Ja. So, was machen wir denn? AI-generated? Wie hieß der? Na, Community hieß der, oder? Der Nachfolger zu Diverse. Community? Man, die ist jetzt Community World. Community World ist gut bewertet. Können wir nehmen, ne? Ja, also wir doch genauso. Du siehst doch hier alles vergessen nach der langen Zeit. Deswegen vielen Dank für den Follow. Ja, danke für die Follows. Und ich denke, wir sind ja die Reiseführer auf der Lost-Reise. Ja, genau. So, wer will noch nicht, wer hat noch mal, bitte alle reinkommen, wer jetzt möchte. Ja, genau. Gut, dann lass uns mal loslegen und schauen wir mal, wie lange es braucht, bis wir verloren haben. Oder gewonnen, je nachdem. Wir sind ja nicht im gleichen Team. Wir. Also, mein Geld ist drauf, dass einer von uns beiden gewinnen wird. Das weiß ich immer nie, ob eins von den beiden hier, da bin ich immer nie so gut. Hallo? So. Moin. Wo geht's da hin? Irgendwo, wo ich was kenne, aber hey, ich meine, die kenne ich eh nicht. Bitte, wer Lust hat, wenn es noch geht, immer nachjoinen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es freut mich eh, dass wir nach der langen Zeit hier sind und direkt wieder eine kleine Gruppe mit Teamduell hinbekommen. Das ist eh schön.
Also, Impi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin am Industriegebiet, falls dir das hilft. Nö. Wird mal Richtung Castrop-Rauxel schauen. Ah, such mal nach Bielefeld, bitte. Also ihr könnt übrigens ruhig auch einloggen, wenn ihr meint, wo was ist. Gell? Also ihr müsst hier nicht warten oder rumtun. Also feel free. Also ich habe hier eine Domain mit einer Endung, aber... Ja, ich habe auch eine. Aber irgendwie passen Dinge hier nicht zusammen. Ja, dachte ich mir gerade eben auch. Hier ist alles irgendwie komisch. Ich habe eine Fahne, die, glaube ich, nicht zu der Endung passt. Oder ich verwechsel gerade eben die Fahnen wieder, was? Also ich habe hier eine Fahne, die zur Endung passt, nur... Er hat mich irgendwie die arabische Schrift ein bisschen abgeschreckt. Die arabische Schrift? Okay. Also, ich weiß nicht, aber... Das hat mich ein bisschen rausgebracht. So, sagen wir es mal so, ich glaube, wenn du Richtung Arabien gehst, dann such besser nach Castrop-Rauxel. Ich glaube, dann bist du näher dran, habe ich das Gefühl. Vermutlich wird das so sein, ja. Ja, Mann. Was steht hier? Was steht hier auf der Feuerwehr? Ach, hast du die Feuerwehr auch gerade gefunden? Die hatte ich die ganze Zeit schon, aber... Da New York, Bro? Ja, New York. Was hilft mir das denn? Was hilft mir das? Wahrscheinlich finde ich das eh nicht, ne? Ja, ich bin wieder zu dumm mit dem ganzen Thema. Ja. Das ist on point. Ich glaube, wir haben einen guten Guess. Ich glaube, wir sollten da reingehen. Hier die Ecke ist immer. Oder? Das mit der... Meint er, soll man gessen, oder? Also, wir haben einen ganz guten Guess am Start. Ja, das kann sein. War offensichtlich noch nicht gut genug, sonst hättet ihr auch schon drauf gedrückt, oder? Also ich versuche gerade die Straße zu finden. Bitte? Ja, mal theoretisch könnte es ja einen Namen auch mehrfach geben. Ja, also wir können ja tatsächlich auch hier den falschen Ort haben. Du willst mich ja doch nur verunsichern, stell dich nicht so an. Problem ist, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, aber ich glaube, ich habe jetzt quasi alle Straßen hier durch und die gibt es nicht hier. Dann schauen wir einfach. Deck mal einfach noch eine andere Ecke ab. Ja, so ping wollte ich gar nicht, aber... Okay, läuft. Okay, dafür, dass ich keine Ahnung hatte und weit gegessen habe, getroffen. Unglaublich. Aber war, ne? Ja. Mann.
Aber ich glaube, erst in der nächsten Runde können alle anderen dazu joinen, oder? Wahrscheinlich. Ey, das ging schnell, aber so ist es doch gut. Keine Ahnung, wo wir sind. Probieren. Wer nicht wagt, der nicht verliert. Ja, gut, der. Sehr guter Call. Sehr guter Ouch. Call. Ich sehe schon, ich werde hier gecarried. Ja. Minimal, würde ich behaupten. Minimal. Ist auch wieder direkt hier, oder? Ich sehe schon, wir beide müssen wieder ins gleiche Team, ne? Ja. Habe ich den falschen Weg genommen oder gibt es einfach keine Infos? Mensch, ein rotes Haus. Ist das nicht Info genug? Ja, natürlich. Also, wir sind da nicht groß. Also, gerne. Du kannst gerne mitspielen, du kannst gerne dich äußern. Da gibt es bei uns keine Regeln. Feel free, von dem her. Der Impi, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aber bisher sind wir ja wirklich sehr... Ja, ganz viele rote Häuser. Mann. Ah, scheiße, also jetzt grenzt es nicht mehr ein. Mit einem wäre es noch okay gewesen, aber jetzt... Ja, es werden immer mehr. Ja, ich glaube, das hat's gleich durch, wenn ich unsere Punkte anschaue. Also, du kannst dann auch gleich mitspielen. Denkst du, man sollte hier in rote Farbe investieren? Weißt du was? So ich habe, glaube ich, gerade eben schon wieder den gleichen Fehler wie das letzte Mal gemacht, ne? Nicht eher weiter noch nach Süden? Oh, krass. So weit im Süden. Gut, nice. Ich habe doch nicht so falsch gegessen. Ausgezeichnet. Ja, du warst ein Ticken näher dran als ich noch, oder? Na, ich war es nicht. Ich bin... Ja, genau, aber du warst, glaube ich, auch noch ein Ticken näher dran. Darf ich das... Ach, darf komm, ich die zurück. Straßenseite bitte wechseln? Du willst auch gerade eben dieses Straßenschild sehen, ne? Da geht's nach Vulcano, also. Ist fein, wenn wir nur das Land haben? Nein, also muss schon den Meter genau haben, ne? Das ging ja nicht so an dich, ja. Will ja hier nicht mein Team runterziehen. Schade. Also, wenn du auch das Schild gesehen hast, du konntest da wunderschön Panama drin sehen. Das habe ich nicht gelesen, aber. Ich ist war egal, so haben wir die. So kriegen wir die anderen mit rein, ne? Ja. Also, was steht da oben drin? Kann ich da noch einen Schritt näher hin? Hi ho. So, wollt ihr irgendwas ändern oder gehen wir direkt in die Vollen? Wie ist es euch lieb? Wollen wir ins gleiche Team? Ja, können wir mal nicht zwischen, sondern shuffeln, ne? Ja, oder auch nicht und nochmal shuffeln. Ja, oder auch nicht. Ich erkenne ein Muster. Jetzt. Ich bin gespannt, ob diese Konstellation gut ist. Wer von euch ist der Beste? Na, starten wir einfach mal und schauen, was rauskommt, ne? Mhm. Ich hoffe, das wird jetzt kein Sekunden-Game.
Das werden wir dann sehen, wie gut deine Balancing-Fähigkeiten so sind. Ich drücke auf einen Shuffle-Knopf. Welche Balancing-Fähigkeiten? Du redest mit Mister nächste Woche, kannst du mir den gleichen Punkt geben und ich weiß nicht mehr, wo er war. Mhm. Wie auch immer ich mich gerade seitwärts bewegt habe. Ja. Ja, mir geht es immer nur darum, dass es ein kleines bisschen ausgewogen ist. Deswegen, wir hatten auch schon mal andere Kollegen, die wirklich auch sehr nice unterwegs sind. Richtig nice unterwegs waren. Und dann war es immer schön, wenn man es ein bisschen ausgewogen hat. Ja. Weil man zumindest in jedem Team halt mal eine Person hat, die ein bisschen was findet. Ich hoffe, den Jungs geht es übrigens gut. Also haben wir jetzt auch schon länger nichts mehr gehört nach einer Zeit, ne? Ich habe keine Ahnung, was zum Geist ist. Also, sagt mir alles nichts. Alles böhmische Dörfer hier. Also auf Böhmen würde ich jetzt nicht tippen wollen, aber ich lasse dir den Guess. Nicht mal da wäre ich mir sicher. Mister Auto. Was hängt eigentlich hier in meiner Kamera? Da hängt ein Frosch. Sind wir vor durch den Wald gefahren und hängt einfach ein Stück Baum an der Kamera? Komm, gib mir noch irgendeine verwertbare Info. Mr. Auto? Ich kann dir sagen, dass das Auto Farben hat. Zumindest ich kann dir sagen, dass angeht. Das hier kein rotes Haus ist. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ja, das könnte sein. Der Guess könnte auf dem ersten Gefühl, ja. Ja, guck mal an. Da war der Impi nah dran. Nicht zu null, damit haben wir unsere Quote erreicht. Sehr schön. Mich strategisch irgendwo positionieren, das kann ich, ja. Zu viele Serpentinen. Bitte zurück, zurück, zurück. Sagt mir jetzt nicht so. Man merkt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich klicke Spielschau auf daneben, ne? Ribeira. Keine Ahnung, ob das was hilft. Wahrscheinlich nicht. Distrito de Faro, falls dir das was sagt, ne? Boronalha. Ich könnte dir sagen, dass wir in Lule sind. Mit Arias Portegidas, aber... Das auch heißen, dass wir in Portugal sind. Naja, nachdem da Portugesa steht.
Offensichtlich waren wir in Portugal. Ja, ich weiß, okay. Das ist mein Homeland. Hättest du gern. Ja, hätte ich gern. Ja, sag ich ja. Wo Hauptstraße? Welches Maskottchen okay. haben wir, ne? Irgendwas. Ne. Sasebo. Aber komm, diese Farbe in den Schildern ist doch eine Meta. Matsura und Hirado. Abfahrt. Panaphonic Store. Na komm. Das hier ist 86 Kilometer weit weg. Das hier ist 51 weit weg. Das der Abstand hier sind 30 Kilometer. Ja, da müssen wir irgendwo hier die Ecke sein, oder? Ja, also theoretisch das können wir noch hier irgendwo zum sein. Zum Beispiel hier. Ich meine, das ist keine kleine Stadt, wo wir sind, ne? Das hier ist 71 weit weg. Diese Straße hier habe ich übrigens, ne? Wir können hier auf diese Straße abbiegen. Ich hab die hier. Ja, nun sind wir hier. Was war die Gegenseite? Was hatte ich da vorhin? Hirado und Matsura. Ah, ja, bei dir ist gut. Bei dir ist richtig gut. Ich habe hier hinten das hier, habe ich noch. In die Gegenrichtung. Das ist gut bei dir. Ja, ich versuche gerade eben hier. Willst du es genauer haben, oder? Ja, irgendwo hier kann man nämlich hin, ne? Hier. Ich bin gerade an der Abzweigung, wo hier zu dem Berg geht. Das habe ich nicht. Ja. Und es geht auf die. Auf die 204, also. Das ist, wenn das die hier ist, die hier unten ist. Aber irgendwo hier in dem Bereich möchte ich behaupten. Ich würde es einfach mal probieren, ne? Also irgendwo in dem Bereich hier müssten wir sein. Schade. Ah, 2 Punkte. Ist egal, ich habe mein Land verloren. Hättest dich mehr anstrengen müssen. Ah. Ja. Haben die jetzt gerade das Schild geklaut? Geht's da zu Laplace? Ach nein, die haben das Schild nicht geklaut. Ich bewege mich nur einfach quasi rückwärts. Die haben das Schild nicht geklaut. Ich bewege mich einfach nur nicht. Ja. Es ist ja.
Grummel, Grummel. Ja, ihr seid besser, wir wissen es. Ja, aber wisst ihr, der Unterschied ist, bei mir sind es einfach nur Lucky Guess. Was haben wir hier? Kann Vagua anbieten. Ja, das kann ich auch, aber ich kann die Domain da unten nicht lesen. Da steht was. Ja, ja. Ist es ein K oder ein F? Ich kann es nicht lesen. Aber auf dem blauen Schild unten steht dann die Domain, ne? Noch mit. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das wäre jetzt eher mein Guess wäre jetzt eher Richtung Färöer gewesen sogar. Aber ich bin da null drin. Ja, also ich hab Vagur. Du hast das, okay. Sag nicht, ich hatte recht. Wo haben wir angefangen? Nicht auf, genau. Hier. Ja, genau, hier unten irgendwo. Haha! Wow! Ja, läuft. So viel zum Thema Pari. Mein Bauchgefühl mal stimmt. Ich bin erstaunt. Was ist falsch? Ja, ich war der Meinung, das war irgendwie FG oder so, die Domain. Ja, war ich auch. Ich konnte es noch nicht ganz erkennen. Aber, ja. Aber ich bin halt von FG, waren für mich die Färöer halt doch irgendwie noch. Glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, wir sind in Amerika. Ja, Mann. Also, nennen wir einen generischeren Namen als Union City. Was ist das denn bitte? Mann. Ja, vielleicht wurde der Union Jack hier erfunden. Ja, ich glaube eher nicht. Also, Lincolnville, wäre dir das auch generisch, oder? Ich glaube, das ist sogar ein Hinweis, oder? Wenn du eine Stadt hast, die Lincoln Hill heißt. Keine Ahnung. Also da können mich jetzt die anderen gerne korrigieren, aber wäre das nicht sowas wegen Nord und Süd hier als Thema? Als ob ich, was hatte ich gesagt, wie hieß das? Union City. Ich habe ja. Union Town gefunden hier jetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nenn mir noch generischere Namen. Übrigens, Union Town. Das ist ja wohl nicht. Wenn die groß genug werden, werden die dann umbenannt, auch in Union City. Ist das wenn du ganz lieb bist und die ersten, wenn du ganz lieb bist und die ersten 100 Jahre vorbei sind, dann vielleicht, ne? Ich meine, ich hätte noch einen Lake, aber den zu finden. Wie hieß der? Lake Tuscarora, nein. Canadota. Also wie Kanada mit Dota.
Bestimmt toxisch. Ja. Wie kommst du auf die Idee? Ich hab ein paar Reifen gefunden, falls du brauchst. Die liegen hier am Wegesrand. Mhm. War doch gerade in die falsche Richtung, oder? Die Kirche kenne ich. Okay. Schade. Nein. Wir sind immer noch dabei. Guter Guess, ja. Ihr wisst das schon wieder. Ich finde das jetzt erst. Ich fühle mich von euch ausgeschlossen. Ja, Mann, ich habe halt das blöde Komodoro da gesucht. Aber ich habe es halt nicht gefunden. Mann, ich muss gerade wieder an Ausschließi denken von hier. Ja, das Handtuch. Ja, genau. Die Wolldecke. Wir werden ja alle sterben. Ja, ich sterbe mit meinen Freunden. Du nicht, Ausschließi. Hier hast du eine Wolldecke und deinen warmen Kakao. Ach, das sind auch so Serien, die bleiben irgendwie im Gedächtnis, ne? Hey, ich habe einen Renault-Händler gefunden. Ich könnte nach einem neuen Auto schauen. Ist das ein Truck-Truck? Nein, nur ein Truck. Die Rockeria gefunden, aber. Ich meine, da ist was Nasses, Blaues. Und davon nicht gerade wenig, ne? Ja, aber es ist halt auch überall. Also Osten, Südosten, Süden. So, Also wenn es überall wäre, sind wir offensichtlich auf einer Insel. Also ich will nicht klugscheißern, aber. Aber machst du trotzdem, ja. Ist schon okay. Ich habe schon verstanden. Ja, yeah, maybe. Ernsthaft? Nice. Gute Runde. Was macht ihr da? Ihr sprecht euch doch ab, oder? Ich sehe da rote Häuser. Ich glaube, das ist auch ein Novum, oder? Dass wir zwei bei einer Runde in Unentschieden haben. Ja. Also eins hatten wir schon mal. Also einmal ja, aber zweimal. Kommen wir wieder weit voraus. Ah. Da ist der Switch vom kalten südlichen Winter. Savi Purontje. Oh.
Klingt aber eher was, wegen dem ich zum Arzt gehen würde, mein Freund. Nicht zum Arzt. Also irgendwo, entweder hier oder hier, ja. Und hier. Wieder zurück im Schnee. Waren wir so oft da drüben, dann müssen wir jetzt einfach mal da sein, oder? Achso, warum kann ich hier auf einmal abzweigen? Dann biege ich ab in diesen Feldweg, so, zack. Wird nie wieder jemand finden. Du wirst auch nie wieder zurückfinden. And he's gone. Ich meine, vielleicht finde ich hier noch das Bernsteinzimmer in diesem Wald, keine Ahnung. Was war das hier? Ja. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass hier irgendwann mal ein Bär kommt, den ich nach dem Weg fragen kann, aber... Team, wie sieht's aus? Haben wir eine Idee? Oder haben wir bisher Bauchgefühle? Also wie gesagt, hier oder hier vom Land her. Ja, zurückgelaufen, ey. Mann. Das liegt doch Schilder. Das ist einfach, das ist ein komplett weißes Haus mit weißem Dach. Im Schnee. Weißes Haus mit weißem Dach auf weißem Grund. Im Schnee. Oh ne. Er hat das Camouflage-Spiel auch durchgespielt. Problem ist nur, dass halt rundherum halt rote Häuser sind. Ja. Und ich darf halt auch... sagt, er hat's gemeistert. Das war ein Genickzwiebeler. Gar nicht laufen, ey. Okay, ich glaube, ich hatte es einfach zurückgeportet gerade. Entschuldigung. Und die Abzweigung hier? Keine Ahnung. Was für eine Abzweigung? Ich habe noch keine Abzweigung gesehen. Ja, ich bin hier einmal in einer Abzweigung gewesen. Die ganze Runde noch nicht hier. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warum konnte ich hier gerade eben weitergehen, obwohl es hieß, ich kann hier nicht weitergehen? Als ob es hier auch einfach nur Nummern gibt. Hier sind sie bei 1240. Was? Wo bin ich hier? Na, komm wieder, wenn du die 1241 erreicht hast. Das wird mir was sagen. Ich fahre nicht mal mehr auf Straße, fällt mir gerade auf. Das ist einfach nur noch Dreck hier. Also mir fällt hier auf, dass hier sehr oft einfach, du kommst hier nicht weiter, Pfeile sind und du kommst trotzdem weiter, ne? Echt? Ne, das hatte ich ja noch nicht. Ja, gerade eben schon das zweite Mal, deswegen. Komm, gib mir den doch. Bortolati. Ja, meine Freunde, wollen wir essen?
Noah sagt ja. Also ich habe keine Ahnung, deswegen... Ich auch nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so weit im Süden sind. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit weg von der Grenze sind. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie Grenznähe. Ja, egal. Wir sind noch im Rennen. Zwar bergauf und rückwärts, aber noch im Rennen. Ja, was ist das denn? Ich bin mir da halt nicht so ganz sicher, ne? Was bin ich hier sehend? Als ob wir gerade einfach bei einer durchgezogenen Linie überholen. Ja, mit den preußischen Werten haben sie es hier nicht so. Hey. Ja, dabei auch nur ein Moped-Fahrer von der Straße gedrängt, aber hey. Ich glaube, das gehört hier zum guten Ton, oder? Das muss hier so. Ja. Also was mich ein bisschen schockiert gerade eben, ich meine, deswegen ist das, wo ich drauf gedrückt habe, wahrscheinlich auch falsch, weil offensichtlich fahren die natürlich auf der Seite, wo unser Eins auch fährt, ne? What? Also ich fahre nicht auf der linken Seite. Ja, deswegen ist dein Leben auch langweilig. Oh. Ja, vielleicht kann ich dann auch auf den Kick verzichten. Moment. Grüner Schilder sind doch immer gut, oder? Grüne Schilder sind bestimmt gut. Also die Ecke müssen wir auf jeden Fall irgendwo sein hier. Das stimmt auf jeden Fall. Ich kann Jeratagi mit den Ring werfen. Das ist irgendwo in der Gegend zumindest. Ich bin aber echt schon ein gutes Stück gefahren. Wenn du es findest, also ich war da gerade auch dran, aber ich würde es nicht finden.
wieder irgendwo was kommen, oder? Mehr Schilder. Auch will, dass du hier für Kombinationen hast. Electrical and Plumbing. Sanitär und Strom. Alles aus einer Hand quasi. Damit du schneller von der Schüssel kommst, immer schön hier einen kleinen Brezler geben, weißt du? Das muss kribbeln. Jemand Nigalagi kennt? Also Nedalagi? Kann der auch in Bayern sein, ne? Nedalagi. Bestimmt. Autsch. Das war sehr genau. Nice. GG. GG, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich würde mich jetzt nur leider für heute verabschieden, weil morgen früh wieder raus arbeiten. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr alle mitgespielt habt. War wirklich geil. Und wenn ihr Spaß habt, dran gehabt habt, wir sind nächsten Mittwoch auch wieder da. Spätestens nächsten Mittwoch, 19 Uhr. Ihr seid alle herzlich natürlich eingeladen. Kommt vorbei. Und wir können gern dann wieder eine Runde zusammen hier spielen. Würden uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank. War auf jeden Fall toll. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß dran gehabt. Und ja. Dann in dem Sinne einen schönen Abend euch allen noch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.